Da steht einer der ersten Lastregelschalter. Ich hoffe, ich bin damit nicht gemeint. Damit fing alles an, dass der Strom von den Lampen getrennt werden konnte. Und das war früher wirklich so, dass die, wie hier auch sehr schön zu sehen, mit einem Hebel betätigt worden sind. Und das war nicht ganz ungefährlich. Aber da hat sich ja zu heute vieles verändert. Vor allen Dingen die Felder sind ein bisschen dezenter geworden. Event Elevator ist heute zu Gast im Deutschen Museum in München. Neben mir sitzt Louis Helmich, seit 27 Jahren Lichtdesigner für die Ärzte. Louis, wie bist du denn zu deinem Job gekommen? Das fing ja mit 16, 17 an, als wir neue Nachbarn zu Hause bekommen haben. Und das waren ein Musikerpärchen, zu denen ich dann relativ schnell Kontakt gefunden habe. Und die haben öfter so Jam-Sessions durchgeführt. Und als dann die ersten Auftritte bei denen losgingen, haben die sich eine Gesangsanlage bei der Firma Schallwand gemietet. Und das war mein erster Kontakt überhaupt in der Veranstaltungsbranche. Es sah natürlich vor 32 Jahren alles ganz anders aus als heute. Es waren halt alles mehr auf Hobby und hat mit der Veranstaltungsbranche, so wie sie heute ist, also sehr wenig zu tun. Und dann ging es weiter, nachdem ich den ersten Kontakt hatte mit der Firma Schallwand und ich meine Lehre als Schreiner beendet hatte, war ich im Überlegen, was ich weitermache. Und da ich diese Veranstaltungsbranche zu der Zeit sehr interessant fand, habe ich dann den Werner Renz gefragt, ob ich vielleicht eine Möglichkeit hätte, in der Branche zu arbeiten. Und in meiner Schreinerlehre bin ich dann halt zu dem Casebau gekommen. Und das ging ein halbes Jahr gut. Und danach kam der Werner Renz und fragte, ob ich schon mal eine Lichtanlage aufgebaut hätte und ob ich die bedienen könnte. Dann haben wir den LKW geladen, sind dann losgefahren. Ich habe das Material mehr oder weniger zur Verfügung gestellt bekommen. Und hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das Ganze zusammenbauen muss, wie was funktioniert. Habe mich dann da durchgearbeitet, habe dann den Werner zwischendurch mal gefragt, wie funktioniert das, wie funktioniert, weiß ich nicht, ich habe keine Zeit, kümmere mich selber drum. Ja, und so bin ich dann nach einem Stolperstein zur Show fertig geworden. Habe dann meine erste Lichtshow gemacht, wo das Lichtmischpult vorne auf der Bühnenkante lag, weil halt die Kabel zu kurz waren, es ging halt nicht bis zum Mischpult. Multicore gab es damals noch nicht. So habe ich dann halt meine erste Lichtshow vor einer Bühnenkante mit einer heute nicht mehr ganz so bekannten Münsteraner Popband durchgeführt. Und denen hat es gefallen, sie waren begeistert und ich durfte das dann noch ein zweites, drittes Mal machen und es wurde immer besser. Ich hatte immer mehr Spaß dran und es war wirklich nach einem Jahr, zwei Jahre, wo ich gesagt habe, hey, das ist ein Job, da habe ich Spaß dran. Dann habe ich das war zu dem Zeitpunkt immer noch so das Hobby-Spaß. Und dann habe ich 1981 mein Gewerbe angemeldet als freischaffender Künstler und Licht- und Bühnendesigner. Seitdem bin ich dabei. Und es macht mir nach wie vor heute noch sehr viel Spaß. Und wie kam es zur Zusammenarbeit mit den Ärzten? Das war eine ganz normale Ausschreibung. Die Firma Schallwand hat sich in den nächsten Jahren einfach gut entwickelt, hat immer mehr Aufträge bekommen und hat dann über eine Berliner Agentur eine Ausschreibung bekommen und da kam dann der erste Kontakt zu den Ärzten zustande. Tourstart war dann in Münster im Odeon. Das ist ein Club, den gibt es heute nicht mehr. Da war früher, da ging etwa 450, 500 Leute, fast der kleine Saal. Odeon war eigentlich eine Kneipe mit einem kleinen Saal dabei. Und das war mein erster Kontakt zu den Ärzten. Würdest du der Aussage zustimmen, dass im Zuge der technischen Entwicklung auch der Mann am Lichtpult dann mehr von einem Handwerker zu einem künstlerischen Designer geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Der Anspruch hat sich geteilt. Also das ist heute so, dass es einen Designer gibt und es gibt hier einen Operator, der das Pult programmiert. Also es gibt wenig Leute, die das heute
beides machen. Also zumindest, wenn die Show programmiert wird, dass sie jemanden dazu holen und sagen, hey, der ist schneller am Pult, das ist ein reiner Techniker, programmiert das Pult viel schneller, wie ich das zum Beispiel könnte oder auch viele andere Kollegen. Und vor allen Dingen hat man den Kopf dann frei für kreative Dinge und muss sich nicht mit der Technik oder mit dem Mischpult auseinandersetzen und man verliert auch keine Zeit. Weil diese Programmierung nach wie vor immer noch wieder nachts stattfindet und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach so, dass die Kreativität dann am Ende ist und man merkt dann nächsten Tag erst, dass die letzten 2 Stunden hätte man sich gestern sparen können. Obwohl es passiert immer wieder, dass man doch Nächte durchmacht. Und abgesehen von den technischen Veränderungen, wie hat sich denn die Branche organisatorisch und menschlich verändert? Oh, da gibt es auch sehr, sehr große Sprünge. Zu meiner Zeit, als ich 1980 so angefangen bin, war das wirklich alles Freizeit und den Beruf hat wirklich keiner so richtig ernst genommen. Und selbst meine Eltern wussten nie, was ich genau mache und haben immer gefragt, hat das Zukunft, was machst du denn da? Und ich habe immer versucht, denen das zu erklären und sie haben es nie so richtig verstanden. Was heute natürlich ganz anders aussieht. Heute die Veranstaltungsbranche ist ein kompletter Industriezweig geworden, wo auch die Industrie merkt, dass man da Geld mit verdienen kann und dementsprechend auch das ganze Kaufmännische mal durchleuchtet wird. Wie sind die Umsatzzahlen? Was kann ich an Gewinne daraus ziehen? Früher waren die Menschen, die auf Straße waren oder die Kollegen, die mit auf Straße waren, waren einfach motiviert, hatten Biss, hatten Spaß dran. Und heute merkt man wirklich, dass viele dabei sind, die einfach das machen, weil sie die Branche interessant finden und weil sie nicht so den ist nicht mehr so, der Biss ist nicht mehr da. Es ist halt wirklich ein ganz normaler Job geworden. Also im Rock'n'Roll-Bereich, wenn es den noch gibt, ist es halt was anderes. Aber im Industriebereich merkt man halt schon ganz klar, Eventbereich, dass da halt, das ist ein ganz normaler 8-Stunden-Tag ist für viele, wo sie ihr Geld verdienen. Das ist schon so. Was macht ein gutes Lichtdesign aus? Dass der Zuschauer sich wohlfühlt. Dass ein Lichtdesign die Band oder die Produktion in dem Fall einfach unterstützt, dass der Zuschauer das Gefühl hat, es ist eine gute Produktion. Ein überdimensioniertes Lichtdesign kann genauso schädlich sein wie ein schlechtes Lichtdesign oder ein nicht auf die Produktion abgestimmtes Lichtdesign. Es ist aber schwierig. Ich habe in den letzten Jahren so verschiedene Vergleiche gesehen. Wenn ich die Kollegen ein großes Kompliment machen darf, ist Rammstein, finde ich sehr persönlich, ein sehr gelungenes Lichtdesign. Ich weiß, dass mehrere Kollegen daran beteiligt waren, aber es ist wirklich, ich habe es gesehen und ich fand es wirklich faszinierend, hat mich sehr beeindruckt. Und es gab in den letzten Jahren wenig Produktionen, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht überproduziert, beziehungsweise das passt nicht zu der Produktion. Und da habe ich erstmal das Gefühl gehabt, seit langem wieder, wo ich gesagt habe, ja, es ist einfach eine schöne Inszenierung, das kann man sich schön angucken, es macht Spaß, einfach als Zuschauer die Show auch anzuschauen. Verführen denn die enormen technischen Möglichkeiten, die man heute als Techniker hat, dazu, eine Bühne einfach mit Technik zu überfrachten? Man hat natürlich heute mit den ganzen Möglichkeiten, die ich habe, Video mit einzubringen, LED-Lampen mit einzusetzen, konventionelles Licht einzusetzen. Klar muss ich mich irgendwann entscheiden, was ich möchte, was passt zur Produktion. Und jeder möchte natürlich auch möglichst viel, wir hängen ja alle im Zuchtzwang, möglichst viel unterzubringen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass das Ganze einfach auch zu groß aufgezogen wird, zu viel aufgezogen wird, dass sich einfach, dass so diese Struktur in den Shows einfach fehlt, dass ich relativ schnell am Anfang merke, okay, da hat jemand da steckt kein richtiges Konzept hinter, die Dramaturgie stimmt nicht. Dass man wirklich so im ersten Drittel der Show einfach alles an Effekten, an Möglichkeiten, die in dem Lichtdesign stecken, einfach schon verrät und nicht wartet, also den Spannungsbogen einfach den Zuschauern schon nimmt. Und das finde ich sehr schade. Das ist mir persönlich aber immer ganz wichtig. Hast du Vorbilder? Es gab
jahrelang ein Vorbild für mich, das war Pink Floyd, wo ich die mal gesehen habe. Und die haben einfach, das war so lange in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, ey, das ist so großartig, was die in frühen Jahren schon geschaffen haben. Und ich stelle immer wieder fest, dass heute genau diese Shows noch ein Maßstab für viele Menschen sind. Und ich kann mir nicht erklären, woher das kommt. Ob die, klar haben die natürlich auch sehr viel finanzielle Möglichkeiten gehabt. Die haben sehr viel kreative Köpfe gehabt. Da hat sowohl das Designer-Team, die Band, Management, die haben alle wirklich an kreativen Dingen gearbeitet. Und das ist, dadurch sind Produkte entstanden, die einfach unglaublich gut waren. Oder heute noch sind. Also wenn ich mir heute noch von Pink Floyd im Internet irgendwelche Videos anschaue, dann finde ich das einfach noch großartig, was die vor 20 Jahren schon geschaffen haben. Das ist und da könnten sich viele wirklich einmal die Schnitte von abschneiden. Das ist einfach so, einfach mal zu gucken, was es heißt, ein Produkt zu unterstützen. Optisch einfach zu unterstützen, das ist schon großartig gewesen. Und keine eigene Show zu inszenieren, so für sich selber. So. Der ein oder andere Kollege schweift da ja auch ein bisschen ab manchmal, so ein bisschen so sich seinen eigenen Wunsch zu erfüllen, wenn er die Möglichkeit hat, aber ohne halt auf die Produktion Rücksicht zu nehmen. Und da finde ich einfach, gerade bei Pink Floyd, das passte immer. Das war immer angemessen und das war nicht überzogen. Und das war für mich so ein in jungen Jahren schon so ein Aha-Effekt, den ich bis heute nicht vergessen habe. Da habe ich vor 2-3 Jahren mit Kollegen noch drüber gesprochen und gesagt, schaut euch das einfach mal an und überlegt mal, wie lange das schon her ist und dass es heute immer noch faszinierend ist. Für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht sind es andere ja anders. Aber die haben da halt Dinge untergebracht und das war so eine völlig feinfühlige, ganz, ganz, ganz feinfühlige Produktion, wo wirklich super viele Details ausgearbeitet wurden, die einfach gepasst haben. Aber auch sehr viele Widersprüche gehabt haben, so, wo wir gesagt haben, da spielt eine Gitarre, ein Gitarrensolo und der ist nicht der Gitarrist beleuchtet, der ist zwar, klar, der steht zwar im Licht, aber es ist halt eine Inszenierung um das Solo gewesen und das fand ich einfach so faszinierend. Deine Vision oder ein Wunsch, was du gerne noch realisieren würdest? Eine reine Licht-, Video-Laser-Show würde ich gerne mal konzipieren und zwar, bin mir noch nicht klar, in welchem Rahmen das machen. Aber das war wirklich so, sagt, dass man einfach so viel Zeit hat, wie man möchte. Und wirklich eine Show, Timecode so programmiert, dass das wirklich alles perfekt ist. Das ist so, das wäre für mich so meine Herausforderung. Was inspiriert dich? Ich arbeite sehr gern und viel mit Tieren zusammen. Ich reite selber Isländerpferde, auch wenn die meisten sagen, was, bei der Größe, ja, es geht und es macht auch sehr viel Spaß, weil Isländerpferde sind halt dann sehr ausgeglichen, vom Charakter her ausgeglichen und sehr, sehr gute Freizeitpferde. Dann habe ich generell zu Tieren einen so super, super guten Drang und oder ein Feeling dafür. Ich mag Hunde total gerne, hätte auch gerne wieder Hunde, aber solange ich so viel unterwegs bin, ist es halt schwierig. Also Tiere ist für mich auf jeden Fall ein sehr großes Thema und wo ich auch sehr viel Inspiration und auch sehr viel einfach Umgang zu Lebewesen einfach auch, wo ich sehr viel von mitnehme. Was das Künstlerische betrifft, ist schon so, dass ich da ganz eigene Vorstellungen habe und das ist einfach schon, oder das ist aus spontanen Situationen Ruhe, Gelassenheit. Ich bin auf dem Land groß geworden, habe viel die Möglichkeit, die Füße hochzulegen, sitze sehr viel draußen am Feuer und da kommen halt die Inspirationen her und da kann ich dann auch so mich drauf einlassen. Das ist, ja. Louis, vielen Dank für das Gespräch. Das war Event Elevator, heute aus dem Deutschen Museum in München im Gespräch mit Louis Hellmich, Lichtdesigner der Ärzte.